Und wir sind wieder zurück. Naja, auf einmal. Ja, wir haben uns jetzt kleine Köpfe gemacht. Klingt sie damit erstaunlich normal aus. Ich glaube, wir müssen wir so behalten, zumindest für dich. Stimmt. Klingt sie echt aus wie immer. Egal. Der hat ja auch als Ninja hat ja auch einen größeren Kopf. Wahrscheinlich würde es anders aussehen, wenn er kein Ninja wäre. Okay, jetzt sieht man zumindest ein bisschen was da, aber. Weil es ist ein Wrestler, wenn der sich wenig abzieht, was soll ihm dennoch was anhaben? What the fuck war das denn jetzt? Der hat mich angezündet, ich bin quer über das Spielfeld gehofft und bin mitten ins Wasser. Hab ich gar nicht gesehen gerade. Bei mir standest du auf einmal, hast du nicht aufgelöst und warst tot. Warum machen wir den Dreckweg? Warte, wenn es sich ausgekostet hat, komm schon, glaub. Gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich halte ich meiner Cutscene auch schon auf dem Senat. Ich glaube, hier sind wir uns eher auf den Klo Dildo konzentriert. Ja. Komm schon. Hey, warte. Am Page hier oben. Ja, einer geht immer noch. Wo bin ich? Ich schnell, bevor sie wieder weg ist. Ach so. Jetzt sind wir beide oben. Ja. Okay, ich bin oben. Oh. Au. Oh ja, da, jetzt ist er hilflos. Voll kann nur drauf. Stirb, Claudio. Oh. Warum explodiert er eigentlich? Sein Kopf explodiert eben. Verdammt. So, jetzt nochmal. Komm schon. Ja. Das war's wert. Wir haben ihm die Hälfte des Lebens abgezogen. Ich wusste gerade selbst nicht, wo ich war, aber das ist schon okay. Okay, schnell, mit immer Rest. Hey, jetzt. Au. Oh, what the fuck, man. What the. Au. Oh, ich bin tot. Au, was ist das? Okay. Fuck. Scheiße. Claudio. Fuck you, Claudio! Oh. Nicht drüber, aber! Nein! Okay, wir stecken den nach oben. Oben bedeutet größte Sicherheit, da kann er uns nicht verletzen. Komm schon! Ja, what the hell? Wurde von dem anderen den Tod gegeben? Ja, ich bin nur gerade rechtzeitig mit seinem Kopf runtergekommen. Wo? Jetzt das Spiel einfach so viel Leben geben. Wir können wieder nichts machen. Es ist er wieder. Ich frage mich gerade, ob das ein Einzelspiel aus war, ich glaube nicht. Weil der Ordner nicht fliegt wieder durch die Gegend. Ja, dass mit dem Vieh einfach nur Schaden machen können, nachdem es sein Angriff abgeschlossen hat. Oh, scheiße. Oh, fuck, holy shit. Alle Faulen. Oh, scheiße. Scheiße, das ist auch. Ich bin wieder tot! Das ist so genial! Alter, das hast du nicht umsonst gemacht, Freundchen. Das hast du nicht umsonst gemacht. Komm her! Ah! Claudio, du Arsch! Wer fickt dir? Oh, scheiße, gerade während ich am. Hier, gerade während ich ihn fertig machen wollte. Ah! Ja, guck mal, wie er sich wehrt! Ja, wie er sich hier lang bewegt, so eine fette Wanze. Ah, Claudio, du bist so pervers, ey. Naja, du bist der Erfinder von Anastasia. Das reicht doch nicht. Naja gut, obwohl Erfinder wäre falsch, dass wir sagen, dass Anastasia nicht real ist. Ja, sie ist echt. Es gibt sie. Es gibt sie. Ja. Ich meine, weil kann ich schon. Ja, ich kann ihn mit der Bogenpeitsche irgendwie überzeugen. Und dann hältst du drauf. Ich habe keine Waffe mehr, also ich kann ihn nicht für ihn. Ich will hier immer durch die Gegend fliegen und sterben. Nein! Fuck you, Claudio! Fuck you! Das ist so typisch, komm, nimm irgendwie Claudio und sonst nichts als Ärger.
Mann! Ich bin Claudio. Ich bin groß und heftig. Ja! Und das alles für die Wunschweise auf dem Patz des Wortstattens. Das ist das Problem. Deine Patze. Patz ist ja noch fair, aber das ist einmal ein Problem. Der hat aber auch wieder auf lustige Weise, aber Claudio. Claudio macht schon wieder Scheiße. Ich bin diese dreckigen Emo-Kälber hier. Können die Rollen Emo mit den Schwanderskallen gehen? Genau, Sam, das ist. Der hat so viel Messern am Körper, der spürt schon gar nichts mehr. Deswegen zieh ich so viel Leben ab. Das hat voll keinen Zweck. Kein Leben ab, besser gesagt. Hier. Bogenpeitsche. Oh, verdammt! Das ist Ding hält einfach viel zu kurz. Ah. Komm, wir glauben, wir machen uns auf Indiana Jones Art. In der Zukunftsära. Und wenn es ausgesehen wird, dann schickt ihr seine. Ah! Dreckigen Sidekicks. Seine blöden. Komm schon, Claudio. Ich muss dir gerade vorstellen, dass es das Anastasia ist. Ich peitsche die Schlampe aus. Ich lese dir vor, dass Claudio Anastasia ist. Ja, und dann habe ich mir keine Schuhe und keine verwendeten Fantasien und keine falschen. Okay. Ey, irgendwie bringt das wieder falsche Dinge. Komm schon her, Claudia Stasia. Ah, no. Jared! Ich würde kaum nichts retten, wenn du noch da wärst. Oh, da. Ja. Sprungplattform. Ich treffe seinen Kopf nicht. Oh fuck. Vor allem, wir sind hier in einem. Jetzt, wir sind in einem Raubtier. Woher kommen diese Plattformen? Ich weiß es nicht. Ist doch keine Technologie. Fuck. Ich weiß es doch nicht. Ich hab wieder. Okay. Aggressor. Oh fuck. Ich klapp auf die Grenze. Oh fuck, man. Da. Oh, Claudio, hör auf so rumzuzappeln. Ja, wie so ein Perverser, ey. Ja, das ist natürlich Claudio ist perfekte Gestalt, so ein ekelhafter Wurm, der sich hier mal ausspreit. Oh Gott, wir bekämpfen hier gerade einen riesigen Penis mit 10! Ah, was? Nein! Und er hat mich zu Tode gewichst und. Warum ist das? Beleb mich wieder! Ja! Ich verschwinde natürlich nicht! Wir haben's fast, Mann. Claudio ist fast tot. Warte, oh, fuck. Nein. Stein, der sieht fast so aus wie du, deswegen kann ich nicht unterscheiden. Nee, das ist diese Lampe, die so blinkt. Das sieht fast so aus wie Klein. Wir haben uns jetzt im Kampfgeschehen betrachtet. Oh, knapp daneben. Alles Claudio schuld. Ich muss Claudio das nachher auf Skype erzählen. Er muss sich den Part gegen sein Alter irgendwo angucken. Wir können wieder nichts abziehen. Fuck, Mann. Au. Er hat seine dreckigen Sidekicks schon wieder abgezogen. Weil er noch nicht wurde gebrutzelt, aber man kein Leben verloren. Ja. Ich muss jetzt. Und hier verschwinde ich natürlich. Oh, fuck. Fick dich, Claudio. Hä, wo sollen wir denn hin? Ach, das sind noch Viecher da unten. Moment. Los! Ich hab alles außer das Vieh. Komm, gleich hab ich's. Keine Muni mehr. Ich hab's. Oh, wir haben's. Es ist unten. Los! Feuer, was machst du da? Ich hatte dieses Dingens. Presslufthammer in der Hand. Hervorragend. Der Wigwurm ist besiegt. Wow. Alter, fick dich, Claudio. Gott, der mit Claudio. Klingt praktisch.
Mit dem Missionung? Wo ist der Dimensionator? Man sieht den hier auf dem Screen, ist er nicht so. Eigentlich müsste doch jetzt ein Cutscene würmen. Warte. Ich schieß dich mal darüber. Nicht da angehen, sondern. Nee, Magic. Oh. Du, super Idee, Grievous. Fuck. Epic. Ey, ich sag's dir, wenn wir jetzt neu spawnen und Claudio wieder da ist, dann bring ich dich um. Ach, Gott sei Dank. Warte. Hier vielleicht. Okay. Wir haben das Easter Egg nicht aufgedeckt. Vielleicht ist es ja noch in der Cutscene. Weil ich weiß auf jeden Fall, dass es da ist. Erledigte Gegner passt gerade nicht, oder? Keine Ahnung. Scheißegal. Ist mir so mittlerweile so egal, diese Statistik. Weil du in der Prinzip bist. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt was gemacht habe, aber ich, ja. So, und jetzt? Stürzt jetzt das Spiel ab. Da ist er, Präsident Quark, besiegt die Beste! Besorgt mal jemand Fetzern Stinkeatem eine Sauerstoffmaske! Ich trage ihn nicht, wenn er ohnmächtig wird! Ratchet? Ja, Kumpel? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Tatsache. Und bei Körperausstrahlung. Holo-Tagebucheintrag 005. Sie kamen bei Nacht. Hunderte von ihnen. Und griffen ohne Vorwarnung an. Ich stand auf den Suso-Feldern und musste entsetzt mit ansehen, wie Commander Spork und seine Armee in Uso City zerstörten. Durch die Flammen sah ich meine Schöpfung. Aufgedunsen und fürchterlich wie ein tödlicher Mond schwebte sie lautlos über der Zerstörung. Ephemeris. Was plant mein Gegner mit dieser Arche? Ich kann es nicht erklären, aber ich spüre, dass ein finsteres Schicksal aus der Zukunft auf uns lauert. Und Ephemeris ist der Schlüssel. Diese Dinge werden nicht mit Magnus enden. Wir sind bloß der erste Schritt. Und ich, Dr. Frumpus Kreut, werde das Gefühl nicht los, dass meine Arbeit dies erst ermöglicht hat. In dem Holotagebuch steht, wer auch immer Ephemeris kontrolliert, plant irgendetwas mit diesem Monster. Ratchet, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Wir müssen auf der Stelle Commander Spork finden. Oh nö. Dann kann man ja wieder runterfallen. Yes. Ich hatte es als eine der besten. Ich weiß, welche Waffe wir jetzt bekommen. Das weiß ich noch. Wenn diese Waffe, die wir jetzt bekommen werden, kann man nicht vergessen. Und ich hoffe, dass die Spieler etwas in die Katzen zum übersprungen werden. Einmal hatten wir bis jetzt eine Katze, das weiß ich aber. Nee. Mr. Sorkorn, und der verliebt mich. Oh mein Gott. Ich brauch den. Ich brauch den sofort. Wie wir ihn aber auch beide gekauft haben. Dieser einfache Synthoid ist darauf programmiert, seinen Benutzerkampf zu schützen. Das ist ein Meldbesitzer von messenden Beleidigungsfunktion. Ein verniedlicher ist sowas wie der Wanderstrahl, das ist der Wandelsgerät. Dieses tolle Gerät verwandelt mit Hilfe von molekular Umwandlungstechnologie Gegner in harmlose Kreaturen. Vorsicht, harmlose Kreaturen sind meist nicht stubenrein und oftmals von dem Drang beherrscht, sich für fertig zu machen. Ja, wir müssen diese Katzen jetzt wirklich nochmal am Ende zeigen. Welche noch eine Kiste. So kommen. Mr. Zorkorn braucht keine Bolts. Er wird
Er bezahlt mit Schmerzen. So schön. Der ist wirklich so eine. Ja, in Somniks Antwort auf Chuck Norris, kann man sagen. Ich muss aufrüsten. Voll panisch. Voll panisch erzählt er allen, dass er aufrüsten muss. Ja, was kommt denn da mit dem Satz? Oh, ein Fuchs. Anastasia. Ich muss auch was machen. Oh Mann, können sie sich allein oder was? Chill einfach vor der Werfatze. Oh. Dann jetzt natürlich, aber nicht bei Anastasia, weil dann können wir hier dann gehen. Hä? Moment, zum Sicherheit springen wir rein. Ja. Oh, nein, kann man nicht. Doch nochmal, ich. Was? Bei meinem. Nee, gerade riskierst oder riskierst nicht? Also dich darüber schießen und dann. Lass ich mich hinterher ziehen. Ich hab gewusst, dass einfach mal nicht so kreativ ist. Das hätten wir aber jetzt nach den unzähligen Spielstunden schon von alleine herausfinden können, denke ich mal. Ja, aber. Nein. Da wären wir, das nördliche extraterrestrische Sortierterminal. Kurz Hessen. Hier muss es sein. Haben wir jetzt die Waffen schon, ja, oder? Ja, haben wir. Die Verdiener müssen wir jetzt zeigen, wie sie so kommen. Müssten die Leute ja schon kennen, die wir schon kriegen können. Ja, das verniedliche aber in der Art ja auch. Den gab's ja auch in mehreren Regionen. Halt nur unter einem anderen Namen. Und mit anderen Kreaturen. Ja, aber bis dann, abgesehen von Playdate natürlich nicht mit anderen Kreaturen. Okay, wieder Anastasia. Daniel Anastasia. Für dich natürlich, Patzel. Nein, Anastasia. An der Stelle, wo wir das voll spritzen, müssten wir das im Orgasmusgeräusch einfügen. Nein. Ja, komm. Das ist zu ekelhaft. Also ist daran ekelhaft, das ist ganz normal. Ja, natürlich. Ein Orgasmusgeräusch, wenn man ein Schild voll spritzt mit lila einem Glibber. Ja. Okay, gut. Das ist ein Boden. Ey, wieder die Karte.